Wie sieht jetzt der Einsatz des Hamstermodells konkret aus? Bei der Programmierung geht es ja darum, Probleme mit Hilfe von Programmen zu lösen. Und Probleme im Hamstermodell sind sogenannte Hamsteraufgaben. Beispielsweise, gegeben sei die folgende Landschaft. In dieser Landschaft soll der Hamster zwei Körner fressen. Sie müssen jetzt ein Hamsterprogramm schreiben, das diese Hamsteraufgabe löst. Die Lösung ist also ein Hamsterprogramm zur Lösung dieser Aufgabe.